Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich freue mich natürlich, dass ihr am Start seid. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr hattet einen wundervollen Tag. Riot hat ja in letzter Zeit einiges angekündigt. Das heißt, zum einen soll ein neues Game rauskommen, was Karten angeht. Es soll auch ein Shooter rauskommen, ein MOBA rauskommen, eine Serie rauskommen. Aber auch die Kluft für die neue Preseason soll erhebliche Änderungen bekommen. Und damit ihr genau informiert seid, was denn so alles passiert, habe ich mir gedacht, dass wir heute mal gemeinsam darüber reden. Angefangen das Ganze mit den Drachen. Die Drachen kriegen ja mehr oder weniger fast jede oder jede zweite Season eine neue Änderung oder Komplettveränderung. Und auch in dieser Season soll ein bisschen was getan werden. Die Cloud Drake zum Beispiel ist ja nicht so richtig nützlich und wird nur selten anerkannt, kaum genommen, meistens stehen gelassen. Und das soll jetzt auch ein bisschen verändert werden. Das heißt, grundsätzlich werden erstmal die Base-Stats, die ihr pro Drache bekommt, verändert. Aber nicht bei allen, das heißt zum Beispiel im Inferno Drake bekommt ihr nach wie vor eure AD und AP dazu und auch beim Ocean Drake bekommt ihr HP-Regeneration. Aber der Mountain Drake gibt euch jetzt zusätzliche Rüstung und Magieresistenz, das ist schon mal sehr, sehr cool von der Idee her. Und der Cloud Drake gibt euch jetzt für jeden Drake, den ihr bekommt, 10% Ultimate Cooldown Reduction. Klingt auf dem Papier ziemlich, ziemlich stark, vor allem für einige Champions wie Assassin, wenn Zed zum Beispiel mehr ulten kann oder auch vielleicht Talon, könnte das echt broken sein. Bei einigen Champions wie Nidalee oder Udyr denke ich mir dann so, oh, da muss man vielleicht doch nochmal überlegen, ob man nicht vielleicht was anderes nimmt. Aber das ist auch aktuell nur in der Testphase, das heißt, hier kann noch viel verändert werden. Als nächstes haben wir die Spawn-Reihenfolge der Drachen, denn auch die Drachen hatten immer so einen gewissen Random-Faktor und das war gerade im Competitive schwer, wenn du eine Late-Game-Composition gepickt hast und in den ersten Minuten einfach immer nur Inferno Drakes gespawnt sind, war nicht so ganz so geil. Das bedeutet, die ersten drei Drachen, wir sehen, man kann aktuell nur noch 4 Drachen bekommen insgesamt und die ersten drei Drachen werden immer einzigartig sein. Das heißt, wenn der erste Drake ein Ocean Drake ist, dann kann der zweite und dritte Drache auch kein Ocean Drake mehr werden. Genauso wie für die anderen Drachen und erst der letzte, der vierte Drache, kann dann wieder einer von den Doppelten sein. Mögliche Kombinationen wären also zum Beispiel Ocean Drake, Erddrache, Infernal Drake und dann noch ein Infernal Drake. So könnte es funktionieren. Infernal, Infernal, Infernal Ocean geht hingegen nicht mehr. Aber das war natürlich noch nicht alles, denn jetzt werden die Drachen auch einen Impact auf das ganze Rift haben. Das heißt, wir haben jetzt hier schon bereits einen Erddrake gekillt und wenn wir jetzt diesen Erddrachen töten und sich der nächste Drache ankündigt, wird das ganze Rift genau nach ihm verändert. Das heißt, es kann jetzt sein, dass ein Infernal Drake kommt, Ocean Drake. Müssen wir jetzt mal sehen, welches wird. Naja, das heißt, wir haben den Erddrachen jetzt eingesammelt. Kurz nachdem er ablebt, wird sich ja auch das Zeichen jetzt verändern und wir sehen, hey, an Infernal Blaze scorched the Rift. Das heißt, jetzt wurde die ganze Map ein bisschen verändert und der Infernal Drake macht sozusagen, dass hier erstmal die Wände weggegangen sind und er verbrennt viele Wände. Das heißt, auch hier sehen wir, bei dem Blue Buff ist alles verbrannt. Man hat jetzt hier einen Durchgang, das könnte insane zum Ganken für die Botlane sein. Und auch hier oben ist ein Durchgang. Das Ganze natürlich auch ebenfalls hier, hier und auch hier. Also, da muss man mal überlegen. Und die ganze Map hat jetzt hier so ein bisschen so einen feurigen, ja, so ein Ascheregen kommt runter. Und es sieht alles ein bisschen verbrannt aus. Hier sind so Feuereier. Das ist auf jeden Fall ganz cool. Bei den anderen Drachen sieht das so aus. Beim Erddrachen kommen zusätzliche Wände im Jungle dazu. Beim Ocean Drake gibt es zusätzliche Büsche. Und beim Cloud Drake, also dem letzten Drachen, kriegt ihr auf dieser Map so Windkanäle, die euch schneller laufen lassen. Und da muss man natürlich überlegen, das sind alles echt verschiedene krasse Dinge. Diese Infernal-Sachen zum Beispiel könnten halt super krass für Assassinen sein oder für Roam-lastige Champions. Man kann richtig viel Roam ganken und im Jungle was machen. Währenddessen der Erddrake euch ja so ein bisschen im Jungle, ja, so Wände hinstellt und ihr dadurch mehr geklumpt seid. Das heißt, AOE-Champions könnten da sehr, sehr stark sein. Beim Wind-Drake könnten natürlich Champions wie Hecarim davon profitieren oder auch generell Skillshot-lastige Champions, für die ist es ein bisschen schwieriger, denn wenn die auf einmal mit mehr Movement-Speed wegrennen, dann ist es natürlich deutlich schwieriger, da was treffen zu können. Und beim Ocean Drake natürlich klar mehr Büsche, mehr Assassinen. Wer hätte das gedacht? Oder auch generell Traps. Der letzte Punkt, was die Elementardrachen angeht, ist, dass ihr jetzt von dem vierten Drachen, also dem letzten Drachen, eine Drachenseele bekommt. Das heißt, die Drachenseele wird hier angezeigt und der letzte Drache ist gerade der Inferno Dragon. Der kann natürlich von beiden Teams genommen werden und das Team, was diesen Drachen bekommt, bekommt auch die Drachenseele. Die Drachenseele ist natürlich wieder abhängig davon, welchen Drachen ihr nehmt. Das heißt, hier bei diesem Inferno Dragon ist es so, dass ihr eine Explosion auf dem Gegner macht, nachdem ihr einen Zauber auslöst. Das heißt, wir machen hier so einen Feuerball drauf und zack, eine Explosion. Das Ganze hat so einen, ja, ich finde, relativ geringen Cooldown und scaled eigentlich relativ gut. Ja, das heißt, wir sehen hier 90 plus 21 plus 99 und nochmal P drauf.
Und ihr könnt das, ja, ziemlich oft benutzen. Bei den anderen Drachen sieht das Ganze so aus, dass bei dem Cloud-Drachen bekommt ihr mehr Movement-Speed, nachdem ihr geultet habt. Das ist so ein bisschen wie Nimbus quasi. Bei dem Erddrachen bekommt ihr ein Schild, was wie bei Malphite ist. Das hält die ganze Zeit lang, bis es aufgelöst wird. Und beim Ocean-Drake bekommt ihr jedes Mal, wenn ihr Schaden am Gegner macht, dann, oder mit Cooldown halt jedes Mal, dann löst ihr eine Heilungsexplosion in euch aus, die euch HP gibt, Mana, aber auch sowas wie Energie wiederherstellt. Klingt alles ziemlich heftig, aber wie gesagt, die letzte Drachenseele kann ebenfalls auch vom Team, quasi wenn das zweite Team keinen einzigen Drachen hat, aber den letzten Drachen bekommt, dann kriegt trotzdem das Team die Drachenseele, was ziemlich cool ist. Das gute Sprichwort, nach 4 Drachen ist Schluss, das ist das Sprichwort, denn sobald ihr 4 Drachen eingesammelt habt, könnt ihr nicht nur einen 5. oder einen 6. einsammeln, wie es bisher in League ist, wenn ihr richtig früh dran seid, sondern danach kommt immer der Elder Drake. Und der hat ebenfalls eine andere Fertigkeit, die wir versuchen, den mal eben so ein bisschen hier zu bekommen. Denn aktuell ist es ja beim Elder Drake so ein bisschen das Problem, dass wenn das eine Team alle Drachen hat und das andere dann den Elder bekommt, dann ist er ziemlich useless, weil der Elder-Drache skaliert an der Anzahl Drachen, die ihr bisher bekommen habt. Habt ihr viele Drachen, ist auch der Elder Drake stark. Habt ihr so gar keine Drachen bekommen, kriegt den Elder Drake. Ja, dann bringt euch das gar nicht mal wirklich so viel. Der jetzige Elder Drake hat den Effekt nämlich, dass er die Gegner ebenfalls zum Brennen bekommt. Aber, und das ist ziemlich krass, sobald ein Champion unter 20% droppt, kriegt ihr diesen Elder-Drachenschuss. Ja, das heißt, ihr seht, das ist so eine Art Execute. Na, der schießt einfach komplett freiwillig, ohne dass ich irgendwas mache, auf Ziele unter 20% und tötet die. Ja, hier steht, macht 90 Tool-Damage die ganze Zeit, das ist cool. Aber sobald das Ziel unter 20% ist, kommt einfach dieses Dragonfire und macht 100% Maximum Tool-Damage. Also, tot. Tot. Einfach sofort aus dem Leben raus. Das ist schon ziemlich insane, muss ich sagen. Vor allem, wenn das alle 5 Leute im Team haben, könnte ein ziemlich krasser Game-Changer oder Closer sein. Muss man mal gucken, wie sich das Ganze auswirkt. Das ist natürlich der Test. Man muss noch schauen, wie wird das Ganze gebalanced sein. Wird man es noch stärker machen? Wird man schwächer machen? Und so weiter. Klingt aber schon mal auf jeden Fall nach was Coolem Neuen. Wie weit das Ganze geht? What the fuck? Das geht halt immer noch. GG! Geht anscheinend über die ganze Map. Also, Backporten. Guck mal, er schießt immer noch. What the fuck? Oder ist es verbuggt? Ich weiß es nicht. Aber es geht weiter. Es muss immer weitergehen. Dem einen oder anderen ist bestimmt schon aufgefallen, hey Tobi, wieso hast du deinen Greenscreen am Anfang? Hast du vergessen anzumachen? Nein, das Problem ist einfach, dass der Winter sehr komisch ist. Es ist mal sehr hell wie jetzt gerade und mal sehr dunkel. Und ich bin natürlich der Umwelt entsprechend, dass ich jetzt sage, okay, ich mache jetzt nicht ein extra Licht an, weil es so dunkel ist, sondern ich schone die Umwelt. Da wir jetzt umfassend über die Drachen gesprochen haben, können wir mal über die Map-Änderung reden. Und zwar haben wir hier zunächst die Rauchalken. Das heißt, oben und unten ist jeweils eine. Und hier muss man ganz klar sagen, Riot hat diese Ecken jetzt nicht eingeführt, dass sie sagen, hey, ihr werdet diese jetzt jede Runde massiv benutzen. Sondern sie haben gesagt, okay, Leute, ihr habt diese Ecken und wir gucken mal, ob ihr vielleicht in eine von 10 Runden diese wirklich cool nutzen könnt. Wir erwarten nicht, dass ihr das permanent macht. Und vielleicht könnt ihr in einer dieser Situationen oder Runden auch wirklich eine 2 gegen 3 Situation positiv auswenden, sodass ihr sogar alle Gegner killt oder irgendwelche Plays damit macht. Außerdem, was ebenfalls auf der Map dazu gekommen sind, sind diese Büsche. Das heißt, hier haben wir einen Busch und hier haben wir einen Busch. Und diese beiden Büsche könnten wirklich, wirklich krass werden. Gerade was Invades angeht oder... Na, ich meine, hier ist es doch sehr, sehr oft so. Du kommst als Assassin oder als Midlaner, willst hier rüber roam. Und was ist, wenn da ein Jungler drin steht oder wenn man hier irgendwas trappt? Also, boah, gerade beim Invaden könnte ich mir vorstellen, heilige Mayonnaise Gottes, das hier könnte wirklich fies werden. Jungle Passing und Impact der einzelnen Lanes ist das nächste Thema, denn das soll auch massiv verändert werden. Im Moment ist es so, die Crux sind das beste Camp. Ja, geben sehr viel Gold, geben sehr viel XP. Jeder macht permanent die Crux und legt seine Lane danach aus. Und der Grump ist ziemlich scheiße und useless eigentlich schon fast. Und das soll verändert werden. Das heißt, Crux geben weniger XP, weniger Gold und der Grump gibt mehr. Das heißt, selbst mit dem Grump kann man jetzt Level 3 werden und man kann seine Route dementsprechend etwas verändern. Und auch die Top Lane, wo ja viele immer sagen, hat zu wenig Impact. Meistens ist es so, du bist da oben, gehst vielleicht sogar 3-0, aber dann irgendwann kommt die Botlane und du hast irgendwann keine Chance mehr und wirst einfach von denen gekillt. Deswegen soll es jetzt so funktionieren, die einzelnen Minions auf der Map geben mehr XP. Nicht viel mehr, ein bisschen mehr, sodass die Toplane und Midlane besser leveln und die Botlane natürlich nicht ganz so schnell levelt. Klar, es gibt immer so diese Situation, wo man sagt, hey, da kommt ein Rennekton mit Linear Tabis und als AD Carry machst du dagegen nichts mehr. Es gibt aber auch super oft die Situation, wo du einfach ein 4-0 Rennekton bist und dann von dem Supporter AD Carry gekitet, CC'd wirst und einfach useless stirbst. Das heißt, die Solo-Lanes sollen etwas mehr am Impact gewinnen, vor allem gerade auch die Top-Lane. Bevor wir den Herald vergessen, auch der Herald wird
ganz dezent angepasst, müssen wir jetzt nicht groß drüber sprechen. Er spawnt bei Minute 8 oder sie spawnt bei Minute 8 und sie kann, wenn sie sehr, sehr früh gekillt wird, respawnen. Das heißt, sie hat einen 6 Minuten Respawn-Timer. Ihr könnt also bis zur 20. Minute, wenn ihr richtig fix und gut dabei seid, 2 Heraldines bekommen, Heraldinen. Und holy shit, die können ordentlich Tower zersmashen. Also, wenn man einen richtig guten Champion hat, der ein oder andere wird sich bestimmt gut dafür eignen, könnte ziemlich krassen Impact geben. Ich sehe euch da. Dich. Support-Items, meine Freunde. Support-Items werden ebenfalls verändert und zwar wird erstmal die Coin komplett entfernt. Ihr habt jetzt lediglich AD und AP. Hier, das Ganze wird nochmal unter 4 Kategorien unterschieden. Also insgesamt habt ihr die Möglichkeit zu sagen, hey, ich möchte viel AP haben, aber wenig HP. Oder ihr sagt, okay, cool, ich möchte lieber ein bisschen mehr HP haben, weniger AP. Und das Ganze nochmal bei AD. Das heißt, viel AD, wenig HP oder wenig AD, viel HP. Und das Ganze funktioniert so, dass ihr jetzt diese Shoulder Guard habt, das vorher das Targons Embrace war, und das jetzt ebenfalls für Range funktioniert. Das heißt, ihr könnt sagen, hey, ich gehe auf AP mit dem Reliktschild und kann Gegner executen. Bei Nahkämpfern ist das 50% und für Range Champions, so vielleicht zum Beispiel der Thresh, sind das 30%. Das heißt, endlich, finally klappt das Item auch mal für Thresh. Das ist schon mal ein Daumen nach oben. Aber auch die Stack-Variante funktioniert anders. Ihr habt dieses Item, zum Beispiel den Spellthief's Edge am Anfang, und das hat jetzt mehrere Quests. Sobald ihr 500 Gold eingesammelt habt, gradet es auf zu Frostfang. Ja, dem zweiten Item. Ihr müsst Frostfang quasi nicht mehr für 450 Gold kaufen oder 500 oder was es war, sondern es gradet sich automatisch ab. Die Stats werden besser, ihr bekommt mehr Gold und ihr bekommt euren Sidestone. Und wenn ihr danach nochmal 500 Gold sammelt, gradet das Item wieder auf, ihr bekommt noch mehr Stats, verliert allerdings diesen Effekt, dass ihr 15 Gold sammelt. Sobald ihr also einmal diese 1000 Gold gesammelt habt, ist der Effekt komplett runter und ihr bekommt noch mehr Wards auf euren Sidestone. Das ist definitiv cool, denn das Coole daran ist, dass ihr jetzt nicht mehr euer erstes Geld, eure ersten 1500, 1600 Gold in euer Support-Item investieren müsst, sondern ihr kauft lediglich das Spellseize Edge. Und dann könnt ihr sofort anfangen, Sachen zu bauen. Ihr könnt sofort Ardent bauen, ihr könnt sofort, keine Ahnung, eine Infinity Edge bauen, worauf ihr halt eben Bock habt. Infinity Edge Soraka mit einem Spellseize Edge, da sehe ich euch. Ja, und im Prinzip habt ihr dadurch mehr Möglichkeiten und dass es jetzt auch eine AD-Variante gibt, ist, finde ich, auch nicht komplett verkehrt. Lethality, meine Freunde. Lethality ist ein auch sehr großes Thema, denn da ist das Problem, dass die meisten Leute sagen, okay, ich kaufe mir erstmal ein Draktarblade und dann eine Gemüseklinge, aka einen Yumus Ghostblade. Ja, und dann bin ich eigentlich ziemlich durch, dann kann ich mir einen Black Cleaver bauen, vielleicht noch einen GR, Death Stance und so weiter. Und Edge of Night zum einen hat zu wenig Impact, wird zu selten gebaut, vielleicht in einem von 10 Games. Das heißt, erstmal wird der Impact auf Edge of Night erhöht, indem man ihm jetzt quasi oder diesem Item, ja, Banshees gibt. Das bedeutet, ihr kauft das Item und ihr bekommt nach einer kurzen Zeit, ja, so dieses Banshees Veil. Das ist ziemlich cool, denn der Vorteil hierbei, ich finde, Assassinen sind sehr spontan. Ja, man sagt, okay, hey, die, das eignet sich gerade richtig gut, ich muss jetzt engagen, du gehst rein und wenn du richtig Pech hast, dann, ja, dann ist das Schild gar nicht mehr aufgesteckt worden oder abgebrochen worden beim Stacken. Und das Coole ist natürlich auch, dass ihr mitten im Fight das Schild wiederbekommen könnt, während man Edge of Night immer schwierig auslösen kann. Naja, das muss ja 1, 2, 3 Sekunden. Ist auf jeden Fall definitiv nicht verkehrt. Außerdem soll ein neues Item dazukommen. Das war auch schon auf dem Server da, wurde allerdings gerade, ich weiß nicht, rausgenommen, entfernt, wird überarbeitet, wird bestimmt nochmal angeschaut, und zwar das Sanguine Blade. Das Sanguine Blade soll so funktionieren, es gibt euch auch AD, Lethality, baut sich aus dem Threaded Dirk und Lifesteal, und es funktioniert, wenn ihr auf der Sideline oder wenn ihr auf einer Lane alleine seid, beziehungsweise ein isoliertes Ziel angreift, wenn kein Verbündeter von euch dabei ist, ihr greift einen Champion an oder einen Turm, dann bekommt ihr richtig viel Attack Speed dazu. Ich glaube, es waren ca. 50% für 5 Sekunden und das Teil hat auch 5 Sekunden Cooldown. Ungefähr so, die Zahlen können sich eh permanent noch ändern. Das bedeutet, ihr greift hier an, kriegt die ganze Zeit diesen Effekt, es lädt sich immer wieder auf und ihr könnt richtig, richtig hart pushen und auch Türme zersmashen. Gerade für einige Split-Push-Champions, man könnte überlegen, Shaku ist sehr gut im Split-Pushen, vielleicht lohnt sich sowas auch für eine Fiora, weil du einfach komplett durchrennen kannst. Ja, man geht nicht hart auf Lethality, aber halt dieses eine Item könnte absolut interessant werden und Riot sagt auch immer noch, dass wir noch weitere Lethality-Items testen. Problem bei den Lethality-Items ist erstmal, wir schauen das nach und nach an, sie geben jetzt viel weniger Lethality. Das heißt, Edge of Night gibt 10, Yumus gibt 13 und das Draktarblade gibt 16, also am meisten. Aber auch hier, klar, erstmal haben wir ein neues Item oder vielleicht kommen noch mehrere neue Items. Und es gibt jetzt einen Set-Bonus, so ein bisschen wie bei WoW. Das heißt, wenn ihr eins habt, ja, man sieht nämlich jetzt auch keinen Cooldown-Reduction mehr drauf, ne? Ganz wichtig noch, High zu leiten, ja. Ihr bekommt, wenn ihr 1 habt, ja, Set Bonus 1, bekommt ihr 10% CDR, also die sind doch noch da, und 5 Lethality, also
Ne? Es ist wieder beim alten mehr oder weniger. Und wenn ihr zwei habt, dann wird das Ganze auf 20% erhöht. Und ihr bekommt 13 Lethality nochmal drauf. Das heißt, es gleicht sich alles so ein bisschen aus. Aber Tobi, ich verstehe nicht, was soll das bedeuten? Das bedeutet im Prinzip so viel, dass du ab dem nächsten Item keinen Bonus mehr bekommst. Das heißt, zwei Lethality-Items sind cool. Drei Lethality oder vielleicht gibt es auch vier Lethality-Items sind so, ja, bringt mir jetzt nicht so viel. Vielleicht will ich dann doch sagen, hey, ich kaufe mir jetzt Yomus, ich kaufe mir Sanguine Blade und dann gehe ich wieder auf Black Cleaver und so weiter. Es ist also nicht, dass man sagt, ich kaufe mir jetzt Yomus, ich kaufe mir Draktablade, ich kaufe mir Sanguine Blade und ich kaufe mir dann noch das Assassin's Blade of Domination of Termination und so weiter, so mit allen Assassins, sondern du musst so ein bisschen überlegen, okay, welche zwei Assassin-Items bringen mir am meisten? Ja, und finde ich von der Idee her definitiv nicht schlecht. Einige Items sind auch überflüssig, die sollen wegfallen, zum Beispiel der Spear of Sojourn, der ist bei Fahren nicht überflüssig, aber der ist super ungesund fürs Game. Denn Champions, die das Item kaufen, zum Beispiel Riven oder Jax, die sind komplett unfair, sind wir ehrlich. Also die springen permanent 100% Mobility hinter euch eher oder weg. Das ist echt richtig, richtig fies und einfach kein gutes Item fürs Spiel. Außerdem, der Umbreaker soll wegfallen und auch das Z-Zerod-Portal und natürlich das Item, was da reingebaut wird, das heißt Raptor's Claw. Zum Abschluss haben wir noch zwei weitere neue Runen. Das ist zum einen die Coin Mastery, die verändert wird. Die Coin Mastery ist jetzt komplett weg und zwar heißt sie jetzt Kaleidostone. Also es ist immer noch eine Münze, aber es ist jetzt der Kaleidostein. Und dieser macht, dass ihr immer eine zufällige Mastery bekommt, also eine zufällige Keystone. Das ist ziemlich cool. Das heißt, wir haben jetzt Face Rush. Wenn ich das Ganze jetzt mal auslöse hier, bekommen wir Face Rush, ja. Und jetzt sehen wir, wird eine neue Mastery Key rausgesucht. Das Ganze hat 7 Sekunden Cooldown und nach 7 Sekunden kriegen wir eine neue Rune. Das ist komplett zufällig, wir wissen nicht, was es ist, es kann quasi alles sein. Es ist Benefi. Das lösen wir wieder aus und wir haben wieder 7 Sekunden Cooldown auf das Ganze. Ich bin mir noch nicht sicher, wie worth das Ganze ist, denn ich meine, wenn ich mir eine Key-Rune aussuche, dann will ich diese halt haben, weil die am stärksten ist, dann will ich jetzt vielleicht nicht unbedingt Fleet Footwork oder Benefi haben. Für den einen oder anderen Champion könnte es vielleicht krass sein, da muss man dann wirklich mal schauen. Und natürlich, falls ein Champion das Ganze nicht benutzen kann, es hat einen Cooldown, das heißt, ab einer gewissen Zeit läuft das Ganze einfach ab, dann kommt eine neue Rune. Wichtig hierbei ist, die ersten 5 Runen können nicht dieselben sein. Das heißt, wenn ihr jetzt Fleet Footwork habt, sind die nächsten 5 Runen definitiv andere. Und ihr könnt das Ganze auch refreshen. Ja? Das heißt, wenn ihr in die Base lauft, dann wird die Rune ebenfalls verändert. So sollte es zumindest, so steht es zumindest. Vielleicht muss man dafür nochmal neu gereckt haben. Vielleicht ist das auch noch ein Bug, das weiß man nicht. Aber ihr könnt mir ja gerne mal sagen, wo ihr diesen Champion seht oder diese Rune seht, auf welchen Champions. Und die nächste Rune, die verändert wird, ist Conqueror. Conqueror ist nämlich aktuell das Problem, dass sie sehr, sehr stark gegen Tanks ist und super viel Sustained Damage bietet. Sie wird verändert und zwar so ein bisschen wie Fervor of Battle, wie damals. Das heißt, ihr habt jetzt nicht mehr 5 Stacks, sondern 10 Stacks, die ihr hochstacken könnt. Pro Nahkampfattacke bekommt ihr 2 Stacks drauf. Und sobald das Ganze vollgestackt ist, bekommt ihr 15% Healing von dem Damage, den ihr an Champions macht. Könnte in der Theorie definitiv cool sein. Das True Damage Zeug auf gegen Tanks ist halt jetzt entfernt worden. Dadurch werden Tanks automatisch wieder stärker. Ja, und das war's erstmal. Es gibt noch zahlreiche weitere Änderungen, aber das würde dieses Video bei far sprengen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ihr mehr Infos haben wollt, kann ich da gerne ein weiteres Video drüber machen. Ich hoffe, ihr habt einen wundervollen, schönen Tag. Auf Wiedersehen und tschüss.